Hey, heute geht es um das Thema Bohren. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, dem einen oder anderen ist das bestimmt schon mal passiert, wenn nicht sogar jedem. Der Bohrer ist zerbrochen und was ist? Man hat nicht mehr einen passenden Ersatzbohrer in der Werkstatt. Und ich möchte dir heute 8 Gründe nennen, warum, weshalb das Ganze bei dir passieren kann und die du vielleicht verhindern solltest. Bis gleich. Als allererstes ist natürlich das Wichtigste, dass wir den richtigen Bohrer verwenden. Es gibt Steinbohrer, Metallbohrer, Holzbohrer und so weiter und so fort. Holzbohrer erkennt ihr beispielsweise daran, dass wir Vorschneiden haben. Metallbohrer, der ist leicht von der Neigung her anders, hat keine Vorschneiden, nichts, hat nur 2 Phasen, kann man sagen. Das solltet ihr natürlich wissen. Wenn nicht, schreibt mir mal bitte einen Kommentar, wer von euch das am Anfang noch nicht wusste, was ein Holz- und ein Metallbohrer ist. Ist einfach ganz, ganz einfach zu unterscheiden. Natürlich gibt es beim Metallbohrer auch noch mal unterschiedliche Kategorien, beziehungsweise es gibt Bohrer für Stahl, es gibt Bohrer für Edelstahl und so weiter und so fort. Ich zum Beispiel kann bei diesem Satz jetzt hier ganz normal Stahl bohren, aber auch Edelstahl. Edelstahl ist nochmal eine Nummer härter als Stahl. Darauf solltet ihr natürlich achten. Das ist natürlich auch ein Grund, warum der Bohrer abbricht dann, wenn ich den falschen Bohrer wähle. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig die Länge des Bohrers. Umso länger der Bohrer ist, umso größer dann die Gefahr, dass das Ganze wegbricht. Auch ganz wichtig. Und natürlich die Qualität des Bohrers bzw. vom Hersteller. Was für Material verwendet er? Wie ist der Bohrer geschliffen? Das sind alles Faktoren, die auch nochmal dazu führen, dass so ein Bohrer ganz, ganz schnell brechen kann. Ich habe mir mal Anfang meiner beruflichen Karriere hier auf YouTube so eine Bohrkassette gekauft für 30 €, glaube ich. Die könnt ihr wirklich vergessen. Wenn ihr damit bohrt, dann bekommt ihr kein richtiges Loch zustande, weil der Bohrer nicht richtig angeschärft ist oder geschliffen. Die Bohrer brechen schnell ab, das Material ermüdet. Wenn, dann spart euch wirklich ein bisschen 1, 2 € und kauft euch was Vernünftiges und habt ihr wirklich ganz, ganz lange was davon. Punkt 2 ist natürlich das richtige Verspannen von dem Werkstück. Das Ganze sollte natürlich gerade plan aufliegen auf dem Werktisch. Es sollte sehr, sehr fest sein und sicher. Einfach lose drauflegen und dann bohren, das kann dazu führen, dass auch der Bohrer abbricht, da das Material vielleicht hin und her eiert oder der Bohrer vielleicht schief drauf sitzt und ruckzuck bricht euch dann so ein Bohrer ab. Ich verwende immer bei meiner Standbohrmaschine hier hinter im Grund oder sagen wir mal, es ist ja eine Tischbohrmaschine, da es ja auf dem Tisch steht, ganz gerne solche Maschinenschraubstöcke. Gibt es in unterschiedlichen Größen bzw. Spannen. Breiten für unterschiedlich größere Materialien. Hinzu könnt ihr das Ganze auch noch mal an den Werktisch von der Tischbohrmaschine befestigen, die hat 2 Nutensysteme und dementsprechend könnt ihr auch eine Schraube plus Nutenstein dort befestigen, um das Werkstück wirklich sicher festzuspannen. Das dient natürlich auch eurer eigenen Gesundheit. Ganz schnell kann sich so ein Bohrer festfressen ins Material und dann schlägt sich so ein Maschinenschraubstock ganz schnell hin und her. Und ja, ich möchte mir nicht ausmalen, was dann passieren mag. Als nächsten Schritt, ihr seht es schon, ich habe es in der Hand, das ist ein Metallspan. Und da spricht wieder für sich, hochwertige, qualitätswertige Bohrer sich zu kaufen. Die Spanabfuhr, die sollte natürlich gewährleistet sein, wenn so ein Span, beziehungsweise wenn der Bohrer sich öfter verklemmt, dann kommt es dazu, dass das Gleitmittel bzw. das Kühlmittel nicht richtig abfließen kann. Dann staut sich vielleicht die Wärme irgendwo. Es kommt zur Verknotung von diesen Spanen und ruckzuck bricht euch auch so ein Bohrer ab. Je nachdem, wie dick der Ganze ist. Bei so einem dicken wird es wahrscheinlich nichts ausmachen. Aber es gibt ja Metallbohrer bis zu 1 mm Größe. Und also jedenfalls kenne ich jetzt den kleinsten Metallbohrer, ist glaube ich 1 mm. Und der bricht natürlich dann auch ganz, ganz schnell ab. Ne? Darauf solltet ihr auch achten. Ganz klar, wieder hochwertige Bohrer verwenden. So 1, 2 Spanen, das ist normal, dass die rumschleudern, aber ich halte ganz gerne mal die Standbohrmaschine dann an oder den Motor, entnehme den Span und bohre dann weiter. Verletzungsgefahr ist natürlich da sehr, sehr groß, wenn so ein Span um den Bohrer sich herumdreht, dass er dann eventuell euch am T-Shirt packt, ne, und dann mit in die Maschine reinzieht. Deswegen beim Bohren verwende ich auch immer kurzärmelige Kleidung. Und natürlich keine Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Damit ist wirklich nicht zu spaßen, keine Handschuhe verwenden. Mir ist das wirklich auch schon mal selber passiert. Da habe ich so ein Stück Metall hier festgehalten und ich dachte mir, ach,
mein Handschuh ist doch hier mindestens einen halben Meter entfernt. Ruckzuck passieren dort Unfälle. Also bitte, bitte, bitte keine Handschuhe verwenden. Als nächstes ist ganz, ganz wichtig, das ist auch ein ganz großer Punkt, das ist, glaube ich, der Punkt 3. Meine Tischbohrmaschine, da kann ich die Drehzahl einstellen. Das könnt ihr am meisten, wenn ihr ein Keilriemensystem habt, könnt ihr wahrscheinlich die Keilrieme verstellen. Da habt ihr drei unterschiedliche Einstellmöglichkeiten bzw. Geschwindigkeiten. Hier kann ich das manuell regeln von 100 Umdrehungen bis 3000 Umdrehungen. Die Drehzahl ist ganz, ganz wichtig, sonst verglüht euch der Bohrer bzw. wird zu heiß. Und dann kommt noch hinzu der Vorschub. Der Vorschub ist nichts anderes als die Stärke, die ich auf den Bohrer gebe, damit ich das Material bohren kann. Wenn ich zu doll drücke, dann passiert es euch garantiert, dass der Bohrer sich verklemmt und dann zack, verbricht er oder er verbricht schon vorweg, bevor er bohren kann. Das ist der dritte Punkt. Darauf solltet ihr unbedingt achten. Darüber gibt es auch Tabellen. Ich habe das auch nicht immer alles im Kopf, werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Sorry, das war der vierte Punkt. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Und zwar die Qualität des Bohrers, beziehungsweise was für ein Produkt ihr verwendet. Hatte ich schon Anfang des Videos erwähnt, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Hersteller, wie ich gerade auch schon erwähnt hatte, mit diesem Koffer, die verwenden wirklich ganz, ganz billiges Stahl. Und dann habt ihr auch nicht wirklich Freude, denn dann bohrt ihr und ruckzuck zerbricht so ein Bohrer. Und dann ärgert ihr euch auch, wenn ihr gerade in der Werkstatt seid und es ist Sonntag und ihr bohrt gerade was und wollt fertig werden und dann zerbricht euch so ein Bohrer. Ist sehr, sehr ärgerlich. Deswegen meine Bitte an euch, kauft euch wirklich vernünftige Bohrer. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt und zwar die richtige Bohrergröße. Wenn ihr jetzt einen Bohrer oder wenn ihr jetzt ein Loch bohren wollt von 13 mm Durchmesser, dann solltet ihr natürlich nicht erst mit dem 13er Bohrer anfangen, denn da ist die Gefahr ziemlich groß, dass der Bohrer gar nicht so viel Material abnehmen kann und dass der dann auch wirklich zerbricht, wortwörtlich. Deswegen fangen wir mit einem kleinen Loch an. Beispielsweise, wir wollen jetzt ein 13 mm Loch bohren, fangen wir mit einem 5er an, dann mit einem 8er, dann mit einem 10er und dann mit einem 13er. Sprich, ihr bohrt das Loch in Etappen und dann seid ihr auch auf Nummer sicher, dass der Bohrer euch nicht abbricht. Jetzt kommen wir zum siebten Grund. Ganz, ganz wichtig, sollte in keiner Werkstatt fehlen, beziehungsweise in einer Standbohrmaschine, ihr braucht etwas zum Kühlen. Ich verwende ganz gerne ein Spray. Es gibt auch eine Paste, die ihr auftragen könnt. Ganz wichtig, dass der Bohrer, der gerade bohrt, gekühlt wird, sorgt bzw. hat ganz, ganz viele Faktoren, so eine Kühlung, unter anderem, dass der Span wirklich abgetragen wird, dass der Bohrer nicht ausglüht und dass das Material nicht ermüdet, weil es stetig gekühlt wird. Ich sprühe immer den Bohrer und das Material gleichzeitig ein und wenn ich jetzt wirklich mit einem Bohrer ganz, ganz viele Materialien bohre oder Löcher tätige, dann mache ich ab und zu auch meine Pause, damit der Bohrer sich auch ein bisschen abkühlen kann. Ganz, ganz wichtig, die Kühlung von so einem Bohrer. Und jetzt der achte Grund, Akkuschrauber, Bohrmaschine oder Tischbohrmaschine bzw. Standbohrmaschine. Ich kann euch ganz klar empfehlen, wenn ihr zu Hause eine Tisch- oder Standbohrmaschine habt, dann verwendet die auch bitte. Ihr könnt damit wirklich die Drehzahl einstellen und den Vorschub regulieren. Mit so einem Akkuschrauber ist es ganz, ganz schwer, das Ganze gerade zu halten. Da ist die Gefahr ziemlich groß, dass das Ganze wieder wegbricht. Und die Drehzahl ist natürlich auch sehr schwer zu minimieren. Und dann kommt noch hinzu den Vorschub. Ich finde, man kann den hier viel, viel besser regulieren als mit dem Akkuschrauber. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann bohrt das Ganze in einer Tischbohrmaschine. Das dürften euch dann auch ein paar Bohrer dann erspart sein, die dann zerbrechen würden. Das waren jetzt 8 Punkte, die ihr einhalten solltet, damit eure Bohrer nicht zerbrechen. Ich weiß nicht, wem von euch, wie viele Bohrer zerbrechen euch monatlich? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Alle Infos zu diesem Video findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag um 19 Uhr. Bis dahin, Mr. Handwerk. Achso, und übrigens diese Tischbohrmaschine, darüber gibt es auch ein Erfahrungsvideo und ein Unboxing und so weiter und so fort, findest du auch alles unten in der Videobeschreibung. Ciao.